Hallo und Sie und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Mod Mania. Wir sind immer noch irgendwo. Und ja, die kriegen hier die ganze Zeit Schaden ohne Grund, ne? Aber hier ist irgendwo ein Debuff. Wir verpissen uns jetzt erstmal in diese Stadt da hinten. Weil das habe ich jetzt beschlossen, weil diese Stadt hier hinten ist eine Wüstenstadt und in Wüstenstädten. Das ist auf jeden Fall. Oh, ein blauhaariges. Eine blauhaarige Maid. Wir haben noch keine blauhaarige Maid in unserem Team. Gehört diese Stadt etwa den Maids? Hallo, niemand drinne. Hallöchen, niemand drinne. Hier ist auch schon wieder jemand gestorben. Spider Hollow war das, so, das ist ja nicht so nett. Ah, hallo. Hallo, Herr Dorfbewohner. Was machen Sie denn noch hier? Ah, das ist auch noch einer, der gute, wie heißt denn du? Der Bryce. Der Bryce, ey. Der Bryce ist heiß. Und du? Ah. May ertrank. May I take this Grab für mich? Oh. Da war auch nichts drin in dem Grab. Leute, warum kriegt er denn die ganze Zeit Schaden, Mann? So gefährlich ist das Dorf nicht. Ja, hier sind echt viele gestorben schon wieder, muss man dazu sagen. Aber hier scheinen die auch ordentlich nachzuspawnen, nicht so wie bei uns. Seit ich meine Armee habe, habe ich aber auch keine Angst mehr. Hier in diesem Dorf scheinen wir aber auch nichts erreichen zu können. Also wir scheinen hier nichts zu bekommen oder so. Die reiten auch auf Elefanten rum, richtige Inder. Muss diesen Elefant leider töten. Ich will sein Elfenbein. Krieg tatsächlich Elfenbein, eine Elefantenhaut. Und dafür werf ich weg. Was soll ich denn dafür weg? Hier, Parsnipsamen. Hier vielleicht auch mal Sachen reintun. Das da, das da, das da. Wenn wir dann zu Hause ankommen, sortiere ich das natürlich dann instant. Weil wir wollen ja nie wieder sowas haben, dass ich mit den Kisten nicht zurechtkomme. Wir haben echt wenig Beinfreiheit in diesem Dorf. Bist du ein Skelett? Bist du böse? Warum stehst du hier? Wer Zeit, dich zu töten. I. Brutal. Ich akzeptiere keine Skeletten. Was bist du? Du bist ein normaler Enderman, aber wieso bist du am Tag hier? Was bist du? Hier, yeah, hab eine Maus. Damit kann ich Katzen jagen. Aber was nützt mir diese Maus? Hier ist keine Katze. Verklappen! Leute, wir müssen den Endergolem verklappen! Wir lassen uns hier nicht unterkriegen! Knallt ihn ab! Knallt ihn ab! Geradet, Mann! Wir sollen uns nicht so anstellen, was? Ich habe immer noch diesen Rebell-Fahrländer-Helm. Nicht aufsammeln, ja? Lass den da einfach liegen, den brauchen wir nicht. Hier ist auch so ein Haus von so einem Fahrländer gespawnt, das richtige Opfer. Das ist ein Haus einfach kaputt. Das ist eine. Warum sind hier direkt drei Gräber nebeneinander? Und das hier, ist das hier echt so ein. Ja, das scheint so ein Grabsteinmensch zu sein. Ist ja witzig, dass das hier so spawnt. Ja, hallo, du kommst hier gar nicht raus, ne? Ich werde dich befreien von deinem Elend. Oh, schön. Was ist denn das? Wolle? So sieht Wolle jetzt aus? Cool. Hast du vielleicht für mich irgendwas? Schleim? Nein, Schleimschwertklinge und Steinschütze. Also, dein Haus ist das enttäuschendste Haus ever, Mann. Aber die Pisten nehme ich mit. Habe ich auch noch. Ich habe auch noch Wolle, ne? Dann kann ich die Wolle eigentlich auch mitnehmen. Mit Cherry Gangs am schnellsten. Dum, 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 dum. Witzig, dass wenn man einfach Wolle so hin tut, dass es jetzt so aussieht wie wirklich wie so ein Teppich. Gut, dass ich dann keine Wolle für mein Haus benutzt habe. Die brauchen das hier nicht. Ich schwöre. Die sind sowieso alle den Tod geweiht. Obsidian, geil. Schleim, 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 Stein, Holz, Feuerstein, Eisen. Naja, das lohnt sich gar nicht, das Eisen mitzunehmen. Ich warte einfach nur darauf, dass ich das ultimative Diamond oder so. Wir haben immer noch keine Diamanten gefunden. Wie lange ist das jetzt schon her? Ewig. Also naja, 60 Folgen fast. Wir finden keine Diamanten.
Ja, raste nicht gleich aus, dass ich dir deinen Boden klaue. Du hast ihn gar nicht verdient. Willst du mir damit sagen? Regt dich das auf, oder was? Ja, das ist ein Schwert. Ich würde mal lieber aufhören, mich so aufzuregen. Jetzt geh deiner Wege. Ich nehme mit, was ich will. Wenn ich euch ausrauben will, dann raube ich euch aus. Wenn ich euch am Leben lassen will, dann lasse ich euch am Leben. Ah, hier sind die ganzen. Gucken, was wir hier drinnen finden. Ja, nur Rotz. La 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 la. Kolben. Knochen habe ich in dem anderen Ding drin, glaube ich. Ich habe auch schon wieder so viel Müll. Hier Knochen. Das da habe ich auch gut. Habe ich vielleicht hier noch? Erstmal alles anklicken für den Fall, dass ich irgendwo was noch habe. Okay, habe ich nicht. Und dann hier das rein. Sandstein brauche ich nicht. Hier kann ich einfach Sachen, glatter Sandstein weg damit, weg damit. Steinziegel kommen weg damit. Wir nehmen das beides mit. Ja, ich behalte mal den Schleimball. Ich habe auch übelst viele Schleimbälle. Samen brauche ich nicht. Pineapple brauche ich nicht. Den einen Pfeil nehme ich trotzdem mit. Was machst du denn, du Fahrländer? Du tauschst zwei Dinger gegen Feuerballpistole nehmen. Wo? Du lebst hier oder was? Du bist gar kein außenwüchsiger Fahrländer. Ganz normaler Fahrländer war das. Und hier drinnen wohnt der Gute. Und ihr diskutiert auch, was ist das? Ja klar, habt ihr mich hier vorher noch nie gesehen. Ich bin auch neu. Ich bin der Typ, der euch komplett ausraubt, dann eure Stadt verlässt und so tut, als wäre nie was gewesen. Als würde ich euch nicht mal kennen. Die Wachen scheinen hier aber relativ gute Arbeit zu leisten, muss man dazu sagen. Da ist ein schwarzer Turm. Mit einem weiteren Titan. Ich würde einfach sagen, wir töten diesen schwarzen Indianen. Komm runter. Hast du uns gesehen? Da hat er uns gesehen. Hat erstmal Schaden genommen. Und bäm! Wer verkloppt den? Wir verkloppen den. Er hat gar keine Chance anzugreifen. Der weiß gar nicht, wen er angreifen soll. Oh mein Gott, sind wir stark geworden. Wir sind das Team. Was mich wundert, dass man davon dann gar nichts hat. Du, hallo Wanderer. Ja, das ist aber ein ganz schön verschissenes Angebot, was du uns mir da zu bereiten hast. Als wir das LP angefangen hatten, hatten wir einen riesengroßen schwarzen Turm in unserer Nähe. Der war dann einfach irgendwann weg. Na, das ist ein Shimigami. Wir sind Feinde. Dum, 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 dum. Warum greift ihr den? Naja. Schade für den. Aber wenn meine Mädchen das wollen, können wir uns auf wen anders konzentrieren, auf das Vieh, was da von hinten kommt. Ja, muss ich das selber erledigen. Easy. Ja, tot. Meine Mädchen machen gute Arbeit. Bäm, 6 Schaden, so ein Speer. Ja, ist doch schön. Also, ich bin momentan echt überrascht. Wir kommen gut durch die Nacht. Mann, ey, voll gut. Ah, ein bisschen nah dran. So, bleibt doch mal ein bisschen weit weg. Mann, ihr wart gerade übelst cool in so einem Dreierformation. Hier ist sonst eigentlich nichts los. Was ist denn da hinten? Zwei Endermänner und dann haben wir hier noch irgend so einen Typen. Den knallen wir erstmal ab mit so einem Speer. Nicht getroffen. Ach, ist das eine. Ah, das ist ein Grab. Wer ist denn hier gestorben? Ups. Erstmal gucken, wer hier gestorben ist. Niemand? Ich bediene mich. Ah. Quentin erhielt eine Todesnachricht. Von wem? Auf jeden Fall nicht von mir. Ich kriege auch nichts von Quentin. Warum kriegen Leute so ein Grab, ne? Wenn die eigentlich total nutzlos sind. Dum, 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 dum. Ihr seid noch hinter mir, Leute? Okay. Was ist das?
Aluminium-Kies, ne, das brauche ich nicht. Das ist wieder eine Ratte. Was ist das da hinten? Ein Hollow. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen will. Was ist das da hinten? Ein Schiff! Das ist ein Schiff! Das ist ein Piratenschiff, da müssen wir hin. Ich glaube, das Ding kommt schon auf uns zu. Oha! Warte mal, ein Schwert wechseln. Ah, Gift. Gift, 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 Gift. Ja, der ist easy. Bam. Es gab nichts easieres, als den zu töten. Wir töten die jetzt einfach alle, Alter. Wir sind so strong geworden. Wo ist denn das Piratenschiff? Da ist das Piratenschiff. Ihr seid noch hinter mir, ohne Schaden zu bekommen, okay? Okay. Das Piratenschiff erobere ich jetzt. Das ist mein Piratenschiff. Oh, da ist ein Pirat. Ja, da war ein Pirat, meine ich. Ich lass mich doch hier nicht von einem Piraten trollen. Hat irgendwas Gutes gedroppt? Korallig. Oh mein Gott. Hier ist Krieg pur. Wow! Die beschießen uns hier mit Kanonen. Muss irgendwie hier drauf. Frage ist wie und wie weiche ich diesen Kanonen aus? Ich habe hier schon mal das ganze Gebiet ausleuchten. Alter, jetzt eskaliert's. Jetzt eskaliert's richtig. Wie komme ich denn da am besten drauf? Jetzt leckt's auch noch. Ich muss echt gucken, welche Mods das sind, die das... Okay, wie schon... Ihr sollt mir nicht im Weg stehen, Mädchen! Yo! Der Typ war das! Der hat eine Kanone in der Hand! Oh mein Gott, da ist auch wer gestorben. Oder war, ist das mein Zeug, was da liegt? Sieht aber nicht aus wie mein Zeug. Auf jeden Fall sollte ich mich beeilen und dahin gehen. Es war auch dumm, in der Nacht das zu tun. Ich hoffe, das wird mir auf der Karte angezeigt, ne? Ja, wird ja mein Todespunkt angezeigt. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, ey. Das ist ja am Arsch der Welt. Kann ich rauszoomen? Options. Map Position, Max Death Marker, Background Static. Ja. Huh. Help. Underground Mode U. Ja, da haben wir es doch. Jo, das ist natürlich... Das wird natürlich nicht einfach, jetzt da wieder hinzufinden. Ich glaube, das ist aber der Punkt da in der Ecke. Ich hoffe einfach, ich schaffe das in dieser Folge. Ich will und muss auf jeden Fall dahin. Auch wenn meine Sachen da drinne sind, heißt das ja nicht, dass ich es jetzt für immer weggebe, einfach so. Ja, das war auch echt brutal. Der Scheiß, ich glaube aber auch, dass die Mädchen da dran ein bisschen haben, wenn es leckt. Aber es hat ja auch schon vorher geleckt, bevor die Mädchen da waren, von daher. Also wenn die immer die ganze Zeit reden, weißt du, so hintereinander, dann überfordert das mein PC. Könnte zumindest sein. Also sicher bin ich mir nicht, aber unsicher bin ich mir auch nicht. Von daher, wow, ich bin nicht der Schnellste. Hier, jetzt ist kein Problem, diese Dinger zu finden. Ich hoffe, ich laufe gerade richtig, ne? Ja, ich laufe auf jeden Fall richtig.
Ich muss mich beeilen. Ja, das despawnt doch nicht so schnell, oder? Ich sterbe ja nicht die ganze Zeit. Ich bin ja eigentlich schnell unterwegs. Und richtig geile, wichtige Sachen habe ich ja an meine Dinger getan. Ich hasse Bienen. Ich habe auch Angst vor Bienen, ey, im Real Life sogar. Bienen sind mir nicht geheuer. Lass mich vorbei. Ich hoffe, keiner meiner Mädchen ist gestorben. Moment, wo sind die? Wieso sind die nicht mit zurückgekommen? Oh mein Gott. Du willst mir doch nicht sagen, dass alle meine Mädchen... Sie mussten nicht das Leben lassen, oder? Das wäre scheiße. Das wäre richtig scheiße. Dann wäre ich auch richtig traurig. Yay, wir kommen wieder in Lake City. Muss ich beeilen. Ach, wenn ich doch nicht laggen würde, wäre das auch alles noch viel geiler. Wäre es auch auf jeden Fall. Weil dann würde ich auch nicht die ganze Zeit erwähnen, dass es laggt. Dann würde es auch keinem auffallen, wenn es nicht laggt. Weil wenn es nicht laggt, kann es ja auch keinen auffallen, dass es laggt. Also ein Feld, das ist, aber ihr könnt ja natürlich auch auf eurem PC schieben, ne? Eure Videos laden einfach kacke. Das bin nämlich gar nicht ich. Müsst ihr verstehen, weil mein PC, ne, der leckt nicht. Der ist auch nicht seit ununterbrochen 2 Jahren an, ohne auszumachen. Ist er nicht, ne. Hab ich gar keinen verlangt, so. Boah, wie weit ist denn das? Wie weit bin ich denn gegangen? Was ist denn mit mir los? Dim, 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 dim. Ich muss mal eine Episode ohne Musik probieren, um zu gucken, ob das ein Unterschied macht. Cool, nehme ich mit. Was auch immer das war. Hemp. Keine Ahnung, was Hemp ist, aber wir haben jetzt Hemp. Wo bin ich eigentlich hier? Im verwunschenen. Ach ne. Nicht schon wieder, Alter. Aber ich höre meine Mädchen, glaube ich. Das ist noch ein Spinnenbaum. Und das ist auf jeden Fall mein Schiff. Also, das Schiff. Mit dem Zeug, was ich verloren habe. Da liegt auf jeden Fall auch noch mein Zeug. Oh mein Gott, aber meine ganzen Mädchen sind weg, habe ich das Gefühl. Fuck. Akam ist auf jeden Fall noch da. Oh Mann, nein. Ja, das ist auf jeden Fall ein Schwert von einem unserer Leute. Fuck, lass mich doch mal meine Sachen anziehen, bitte. Lauf weg, solange du noch kannst, du Arsch. Ah, guck mal, ich habe hier eine Leiter. Ach du Scheiße, Alter. Fuck. You very much! Oh, meine Güte! Das wird schon wieder echt kritisch. Es wird einfach kritisch. Immerhin lebt Akame noch. Auf Akame kann man sich verlassen. Ja, jetzt buggt auch noch das Laden.
Das ist schon wieder eine Folge, ne? Erstmal Lettes essen. Aber besser, umso mehr Dinger wir haben, ne? Umso mehr Sachen wir aufgesammelt haben, umso mehr bleibt da noch übrig. Hätte wieder das Unsichtbarzeugs einsetzen sollen. Ich will auch gar nicht schlafen, ich esse gerade. Salat. Salat ist super. So. Tür des Zimmermanns, ey. Ich glaube nicht. Habe ich nicht irgendwas, was mich schneller macht? So awesome. Ich schaff das nicht vor der Nacht. Ich habe das Gefühl, dass es schon wieder echt spät ist. Mann. Diese Folge, ne? Ich werde ständig gestört. Das ist unglaublich. Oh mein Gott, ich reite schon. Wenigstens kann ich das jetzt nicht mehr verwechseln, weil ich jetzt schon zwei Todespunkte da habe. Okay, ich beeile mich. Ich versuche nochmal dahin zu finden. Ich könnte auch einfach einen Schnitt machen. Und sobald ich wieder da in der Nähe bin, ne? Weil rennen muss ich die Folge so oder so. Habe ich das Gefühl. Oder auf dem Weg wird mir eh nichts passieren. Es sei denn, es wird dunkel. Dann schon. Aber wir können natürlich auch gemeinsam dahin gehen. Die Folge wird auch schon wieder länger als sonst. Das ist immer sehr gut. Aber ich gebe mir auch echt Mühe, die Folgen so lang wie möglich zu halten. Eigentlich will ich nicht über 20 Minuten machen, aber... Jetzt ist die Folge schon wieder fast eine halbe Stunde lang. Oder? Mir schon wieder nicht sicher. Ich könnte auch einfach die Folge an dieser Stelle beenden. Und sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Aber das mache ich nicht. Oder mache ich das? Soll ich mal einen fliegenden Wechsel machen? Pass auf. Ich sag jetzt, danke fürs Zuschauen. Ihr wart wunderbare Zuschauer. Ich bin ein wunderbarer... Nein, ich bin eigentlich eher größter Rotz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es bestimmt. Weil bei mir läuft einfach. Und, hätte ich ein Pferd, ne? Ich wäre der Schnellste. Habe aber kein Pferd. Und, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich wieder weiter rage, weil ich das direkt im Fliegen, weißt du? Ich beende die Folge jetzt und die nächste fängt jetzt gleich an. Pass auf. Moment. Das war schlechtes, das war der schlechteste fliegende Wechsel.